gut beraten zu lassen von Seiten ihrer Eltern, möglichst viele Praktika zu machen und gar nicht weit zu gehen, sondern einfach die Straße in den Betrieb reinzulaufen und zu fragen, wie sieht das denn hier aus? Darf ich mal reingucken? Darf ich mal mitmachen? Tatsächlich sich mit den Freunden zu vergleichen. Wie geht's dir, mir und den anderen? Wo sind die? Was macht ihr? Also dieses Netzwerk nicht nur allein digital zu betreiben, sondern insbesondere in live, haptisch, ne, eben auch dahin zu fahren, sich das anzugucken, um eben Eindrücke zu bekommen. Ich glaube, wenn man aus der Schule kommt, aus dem Tunnel, hat man nie Zeit gehabt zu reisen oder kein Geld, um dort einfach zu nutzen, Work and Travel. Und nicht nur in der Welt, sondern auch Interrail zu nutzen, sich die Tickets zu kaufen, die sehr vorteilhaft sind, um durch Europa zu kommen, um sich einen Begriff von Europa zu verschaffen. Und das eben im Netzwerk, okay, wir tauschen aus, wer kommt mit.